Kielo. Kielo. Hola, Imui. Hola. Cielo. Hola, Imui. Ima? Ima. Olay. Kielo.
estaba aquí, Mui. Hola. Hello, Mui. Hola. Das ist die Arche. Unglaublich, das Wrack. Also wir sind gerade auf dem Schiff, auf dem die Menschen hier angekommen sind, auf diesem Planeten. Sehr spannend inszeniert, großartig. Ich mach mich wieder aus. Thank you.
Und als ob es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte. Das war gerade die Mission von der Erde zu dem Planet of Lana mit der Arche, auf der wir uns gerade befinden. Stark inszeniert hier im Planetarium, großartig. Hello.
Maki. Kialo. Wisst ihr, woran ich gerade denken muss? An die KI aus der Captain. Die sich um die Algen gekümmert hat. Die Menschen ähnliche Züge angenommen hat. Also das heißt, die Story scheint eine ähnliche zu werden. Nämlich, dass die KI sich um die Menschen sorgte und sie rettete und in Harmonie mit den Menschen lebte. Und mehr oder weniger jetzt aber atonal eingestimmt ist und irgendwie aus dem Boden gelaufen ist. Aber das sehen wir gleich. Ein sehr rundes Bild. Damit haben wir zwei wichtige Artefakte, nämlich einmal diese Kugel, auf die irgendwie Mio oder Mui reagiert. Und wir tragen jetzt ab sofort so ein Armband. Und damit können wir offenbar die Technik zurücksetzen. Wie man jetzt auch gesehen hat, haben die Roboter im Auditorium salutiert. Eine sehr interessante Kombination, sehr interessantes Setting.
Kimui. Kialo, Kialo. Olai. Menu mui. Olai ki. Tu mara mui. Menu.
So, mit diesem wunderschönen Moment in dieser Folge, die jetzt definitiv die Arche essen wird. In der vorliegenden Folge hatte ich mich dann nochmal für einen anderen Namen entschieden. Wir haben jetzt, denke ich, das Rätsels Lösung vorgespielt bekommen. Nämlich, dass es eine Rettungsmission der Menschen gab, die ganz wesentlich durch Maschinen oder mit Androiden umgesetzt worden ist. Wir haben es gesehen, einer der Androiden war auch in der Gemäldegalerie abgebildet. Ein anderer hatte wohl ein verstorbenes Kind im Arm. Und wir haben gerade die Arche durchquert, die tief im Wald eingewachsen war. Und können jetzt mit unseren Artefakten, die wir praktisch diesem zwischen dieser Zwischenwelt entrissen haben, nämlich einmal dieser Kugel, die offensichtlich der Kommunikation von Mui dient, und zum anderen mit diesem Armband tatsächlich in die Steuerung der Maschine eingreifen und bewegen uns, würde ich jetzt mal sagen, auf das letzte Drittel der Geschichte zu, nämlich auf die Frage, wie können die Maschinen wieder in den Normalzustand in Harmonie gesetzt werden, nachdem wir jetzt im zweiten Teil dieser Geschichte das Rätsel eigentlich um die Maschinen gelöst haben. Und vielleicht wissen wir noch nicht viel über die Invasion, aber auf jeden Fall so viel, dass diese Maschinen, die wir da gesehen haben, nicht von außen kamen, sondern schon immer Teil dieser Welt waren, schon immer Teil des Planeten von Lana waren. Aber mehr werden wir diese Folge nicht sehen, aber besonders deutlich durfte geworden sein, wie viel man erzählen kann über verschiedene Arten der Anordnung unterschiedlicher Codes und Zeichensysteme, um mit der Platzierung so einer großartigen Elemente wie dem Planetarium, durch das wir gerade gekommen sind. Aber ich denke, hier wird noch das eine oder andere auf uns warten. In diesem Sinne freue ich drauf. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge in diesem Let's Play zu Planet of Lana. Und irgendwie hat es jetzt doch eingespielt, dass ich so zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde Sessions mache für diese Story. Das scheint ganz angemessen zu sein. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.